Ja, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen weiter Banner Saga. Wir sind jetzt hier in dieser wunderschönen Stadt angekommen und jetzt gucken wir erstmal, wir haben 9 Tage Vorräte, wir haben noch ein paar Wahl. Gucken uns erstmal unsere Heroes an, mal schauen, wie es unseren Helden so geht, was die so haben. Ja, wir haben nur noch Hogun, den könnten wir jetzt befördern. Das werde ich jetzt auch machen, jetzt habe ich mal ein bisschen Ansehen. So, dann machen wir ihm noch. Was geben wir ihm? Da könnte er einen mehr haben. Da können wir einen machen, genau. So, dann haben wir Hogun, den alten Drescher. Und was ist denn mit dem Ekil hier? Ekil ist doof. Nied, die Bogenmeisterin Stufe 2. Naja. Grundsätzlich. Oh, was haben wir denn hier? Björlf Segen, Rückstoß bei Stärkeangriffen von 3. Plus 1 Stärke. Rückstoß ist gut. Jetzt haben wir natürlich hier unseren super Lieblingswahl verloren. Gucken wir, für den fehlt es immer mit der Beförderung. Was hast du hier? Du hast dieses Bändel. Rüstungsschaden brauchen wir nicht. Dann geben wir ihm den Stärkeschaden. Das ist cool. Hallo? Ja, genau. So. Machen wir das mal so und dann nehmen wir zur Not noch Mogun mit hier. Sieht erstmal aus nach einem Team, mit dem man arbeiten kann, denke ich. So. Auf den Markt können wir auch mal schauen. Hier gibt es einen Obsidianring plus 2 Stärke, Sonnenstein, nicht ablenkbare Angriffe, Blitzrunenstein plus 10% zweimal Stärkeschaden, zieht Angriffe an. Willenskraft. Ich weiß was. Wir kaufen noch was zu futtern. So, wer weiß, wie lange wir jetzt hier sind. Und dann hieß es ja, wir gehen zu den Docks. Da gehen wir da mal hin. Also die Docks erreichst, fährt dir der Schreck in die Glieder. Es ist kein Langschiff zu sehen, nur Wracks. Leichen treiben im Wasser, die Gebäude sind zerschlagen und vernagelt. Was ist hier passiert, murmelt Alett. Sie sind alle weg, sagt Eivind, der sich alleine nähert. Ich sehe, ihr hattet die gleiche Idee wie ich. Eivind, du bist wohlauf. Oh ja, es stimmte wirklich, der Statthalter ist hier, er versteckt sich. Warum? Seit die wieder aufgetaucht sind, ist jeder mit einem Schiff und halbwegs bei Verstand verschwunden. Ja, clever. Zu Fuß kommen die Leute nicht weg. Das Essen ist knapp, auf den Märkten gibt es nichts mehr. Ich habe doch gerade eingekauft. Börsgard ist ein Feuerfass, das auf einen Tritt wartet. Also bezahlt der Statthalter die Raben dafür, dass sie ihn vor seinen eigenen Leuten beschützen. Und den Frieden wahren gewissermaßen. Bei Anzeichen von Aufständen ereignen sich eher Massaker. Und was machen wir jetzt? Ich habe ihm Magierschutz in Aberrang zugesagt. Ich glaube, er ist dort nicht sehr beliebt. Okay. Sie werden diesen Ort abreißen, um mehr Schiffe zu bauen. Wir könnten auf dem Ormsar bis in die Hauptstadt fahren. Und eine weitere wunderbare Stadt zurücklassen. Wie lange wird es dauern, Schiffe zu bauen? Moment mal, und was ist mit den Leuten, die in Börsgard leben? Es war das Beste, was ich tun konnte, Alett. Er meinte, es könnte bis zu einem Monat dauern. Normalerweise stellt man aus Holzresten keine Schiffe her. Sobald die Leute dahinter kommen, wird es Aufstände in den Straßen geben. Einen Monat? Wozu denn dann? Brüller wird binnen einer Woche hier sein. Ich bin offen für Vorschläge. Götter verdammt, hört das denn nie auf? Ivar brüllt vor Frustration auf und lässt euch bei den Docks stehen. Alett wirft ihr einen besorgten Blick zu, bevor sie ihm nachrennt. Eivind. Was machen wir wegen Brüller? Ich muss mal wieder was trinken. Es ist echt, dieses ganze Gelese hier macht mich alle. Eivind antwortet, einen Moment nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Lösung für viele Probleme. Wir wissen es einfach nicht. Okay, jetzt haben wir hier den Markt, die Helden. Hier liest es sich echt schwer. Hier ist die Karte. Wir können aber auch nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Wir können gar nicht weiterziehen, selbst wenn wir wollten. Also können wir mal mit Ivar reden. Du findest Ivar auf der Stadtmauer. Er blickt auf die Felder draußen. Die Wüter halten Abstand, aber sie sammeln sich weiterhin. Ich bin in Ordnung, Rook. Ivar fällt dir ins Wort, ehe du überhaupt was gesagt hast. Du weißt, dass er schon Schlimmeres überstanden hat. Wir sollten uns aber um ein paar Dinge kümmern.
Wenn wir in einem Monat noch stehen wollen, müssen wir vorbereitet sein. Woran hast du gedacht? Zunächst mal brauchen unsere Clanmitglieder einen Ort, an dem sie bleiben können. Auf den Straßen gehen sie vor die Hunde. Das stimmt. Ich behalte die Wüter hier oben im Auge. Wenn sie durch die Mauern brechen, sind wir erledigt. Also müssen wir sie zurückhalten. Dabei ist jede Hilfe willkommen. Wir müssen rausfinden, wer was kontrolliert und dafür sorgen, dass wir unseren Teil erhalten. Das Essen wird knapp. Und wenn sie mit dem Bau dieser Schiffe beginnen, müssen wir die Leute fernhalten. Was für ein verdammtes Chaos. Ich tue, was ich kann. Okay. Iva erklärt, wenn die Wüter zu dicht an die Tore kommen, führe ich Angriffe mit Eiwind. Hör zu. Auf diese Art verlieren wir jeden Tag Kämpfer und Wahl. Ich muss dir nicht sagen, was passiert, wenn niemand mehr die Mauern verteidigt. Wir können immer Hilfe brauchen. Du überlegst, was du jetzt tun willst. Jedes der Vorhaben wird vermutlich einen kompletten Tag in Anspruch nehmen. Wir suchen erstmal einen Ort für unsere Karawane. Die gesamte Karawane hat sich in den Straßen verteilt und zieht Aufmerksamkeit auf sich. Wir könnten ein Gasthaus suchen, wie ein Frostweller, schlägt Alet vor. Du überlegst, dass ein Lager unter freiem Himmel wiederum den Vorteil hätte, dass alle zusammenbleiben können. Da viele Leute die Stadt verlassen haben, stehen möglicherweise auch genügend Häuser leer. Ja, wir suchen uns mal ein Lager. Wir haben bisher zusammengehalten und sind gut damit gefahren. Kein Grund, das jetzt zu ändern. Die Karawane schlägt wie üblich ihr Lager auf und lässt Wachen patrouillieren. Hoffentlich bleibt es so, dass Vertrauens- und Gemeinschaftsgefühl der Leute bestehen. Das machen wir so. Eieieiei. Wir haben 14 Wahl eingebüßt? Boah, Alter. Wirklich jetzt? Super. Iva zeigt auf die Wüter entlang der Mauer. Da sind noch viel mehr und sie werden dreister. Seit gestern haben wir ganz schön viele Kämpfer verloren. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn niemand mehr da ist, um die Mauern zu verteidigen. Einer aus deinem Clan kommt zu dir. Wir hatten ein Problem, meint er. Es sind Plünderer aufgetaucht. Sie haben die Leute vertrieben und ein paar Vorräte geklaut. Einige von uns sind verwundet, andere verschwunden, wenn du etwas Zeit findest. Ach, na klasse. Jetzt haben die haben richtig Vorräte geklaut, die Idioten. Ich mache jetzt mal Krumer zum Anführer der Krieger. Krumer, rufst du. Dies ist dein Spezialgebiet. Führst du sie an? Krumer löst bereitwillig Iva ab und führt den nächsten Angriff an. Den Rest des Tages zeigt er dir komplexe Angriffsstrategien, mit denen sich die Verluste gering halten lassen. Eieiei, jetzt sind wir hier echt belagert und haben nichts mehr zu fressen. Und wir haben keine Wahl mehr. Na klasse, das... Ach, Mann. Machen uns alle. Das ist schlimm, sagt Eivind, als Iva über das Schlachtfeld deutet. Wir haben nicht nur jede Menge Wüter im Nacken, sondern es ist auch noch ein Steinsänger aufgetaucht. Wir verlieren permanent Krieger. Wenn wir nichts unternehmen, ist diese Mauer heute Abend niedergerissen. Vater, bei den Docks gibt es einen Aufstand. Alet kommt außer Atem angerannt. Die Menge versucht, die Boote zu zerstören. Du beruhigst sie. Sie erzählt, dass zwar die Raben dort sind, sie sich aber trotzdem Sorgen macht, dass die Lage eskaliert. Wir müssen jetzt mal die Mauer verteidigen. Dieser Steinsänger wird uns vernichten, wenn wir uns nicht um ihn kümmern. Der Kampf wird hart, aber wir müssen ihn ausschalten. Bist du bereit? Du stehst dich. Ja, toll. Oh Mann. Was ist das für ein Geräusch? Fragt Alet, als sie an diesem Morgen auf die Mauern zugeht. Ein lautes Hämmern kommt von der Stelle, an der Iva steht, auf die Wüter hinunterblickt. Wir haben Probleme, Rook. Alle Kämpfer sind verwundet oder tot und die Wüter wissen es. Ivas Kleider sind blutgetränkt und er sieht hager aus. Von unten ertönt ein lautes Krachen. Sie kommen, sagt Eivind. Er lässt Blitze auf die Wüterhorde niedergehen. Aber die Wüter formieren sich unablässig neu. Die Tore erzittern und bersten. Was sollen wir machen? Ja, wir gehen zum Tor und halten sie auf. Das Tor biegt sich durch, ehe du es erreicht. Das Krumme steht schon mit oben im Kriegshammer dort. Na los, ruft er. Da platzen sie herein. Drei riesige Steinwächter besiegt er, bevor sie ihn niederrennen und er fällt lachend unter ihren unablässigen Schlägen. Mit den Wütern, die jetzt in der Stadt drängen, müssen andere fertig werden. Wenn der Nachschub nicht abgeschnitten wird, werdet ihr überwältigt. Ihr schlagt die Wüter zurück, aber das Tor ist zu ramponiert, um noch richtig zu schließen. Plötzlich findet ihr euch Auge in Auge mit einer Armee. Ja, damit sind wir auch den guten Krumer los. Das läuft. Eieiei. Ich hatte jetzt mal so einen Höhepunkt. So in den letzten Folgen ging es ja mal relativ gut ab und jetzt brennt es hier an 180 Stellen gleichzeitig. Das ist echt der Hammer. So, den stellen wir mal hier rüber. So. Erstmal die Rüstung zu deppern. Oh, na
Na klar, das den gleichen Plan hatte der Kollege auch. Die machen wir wieder ganz. Jawohl. Okay, wir müssen erstmal hier rüberlaufen. Mal die Rüstung zerledern. So, jetzt komm. Asinga, jetzt hauen wir dem erstmal richtig eine rein. Wir müssen mal sehen, dass wir die hier ein Stück weit von uns fernhalten. Komm, du musst ran jetzt hier. Ne, und dann machen wir hier nochmal den Flegel. Na klar, keinen Schaden. Wir müssen dem wieder die Rüstung reparieren. Das ist natürlich geil. Ciao, ciao, du kleine Nusche. Wir halten uns von denen mal so ein Stück weit fern. Wir machen hier wieder die Rüstung ganz. Wir brauchen unseren Ivar noch eine Weile. So. Dann schießen wir erstmal hier den Kollegen weg. So, ran da. Wir schauen mal. Da können wir den nämlich gleich one-hit-mäßig weglegen. Jawohl. Wir müssen uns von denen noch ein bisschen fernhalten. Ruhen wir uns mal aus. Und dann geht's wieder los. Da kommt wieder der Blutflegel. Hauen weg. Also Ivar ist mittlerweile ein ganz schöner Wüterich. Mit dir machen wir jetzt nichts anderes, als Ivar immer wieder ganz zu machen. Den brauchen wir noch eine Weile. So, Rook, mein Freund. Schieß, mein Freund. Ach stimmt, ich habe ja jetzt den Zurückstoßer hier. Das ist ja ganz geil. Hier ran und hauen die mal richtig eine vor den Latz. Sehr gut. Blutflegel, Attacke! Machen weg. So, jetzt haben wir erstmal eine Ecke befriedet. Jetzt holt er bestimmt Hilfe. Jawohl. Machen wir den erstmal raus aus dem Spiel. So, jetzt geht's an meinen Leuten. Eigentlich ganz gut.
Ah, jetzt kommt die Verstärkung, aber die ist jetzt nicht so aufregend. Tschüss. Da passiert nicht mehr so richtig viel. So. Blutflegel rein hier. Jawohl. Du deckst mal den Rücken von Eiwind. So. Hör mal auf, Kollege. Jetzt gibt's eine von Latz. Nämlich der Iva, die alte Bluthand. Blitze! Sehr gut. Haben wir nämlich genug Zeit, um hier unsere Truppen nochmal neu zu formieren? Da liegt er im Dreck und wir haben niemanden eingebüßt. Das läuft. Dein Ansehen nimmt zu. Mogun befördert. Ja, das war nämlich nicht schlecht. Da gibt es ein bisschen Ansehen für. Und jetzt geht es direkt weiter. Das ist das Problem, wir haben hier echt... Irgendwie gelingt es euch, die Büter lange genug zurückzuschlagen, dass die Raben das zerschlagene Tor fliegen können. Du gehst in die Stadt zurück und hinterlässt vor den Mauern einen frischen Haufen Leichen. Hoffentlich denken sie über den nächsten Angriff zweimal nach. Leider dauert der Kampf gegen die Wüter in den Straßen ziemlich lange. Zahlreiche Clanmitglieder sterben beim Versuch, sich zu schützen, bevor du den letzten Wüter erschlagen kannst. Ach Gott, so langsam geht unsere Truppe echt drauf hier. Das ist echt der Hammer. Wir haben noch 250 Mann. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich kaufe mal was zu essen. Das sollte ja wenigstens funktionieren. So, und was gibt's denn jetzt hier unten? Drachenstein, 3 Willenskraft. Plus 2 Stärke. Das klingt gut, den nehme ich. So. Dann Helden. Dann gehen wir mal gucken, wie wir dem noch hier ein bisschen weiter helfen können. Mogun könnten wir befördern. Möchte ich gern. Komm. Befördern wir Stärkebraucher. Und dann können wir ihm nämlich hier direkt den Obsidianring geben. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, ich denke, damit können wir leben. Dann schauen wir mal. Zur Not muss ich die ganze Show sich alleine verteidigen. Das ist dann so. Heute früh, sagt Iva, habe ich ihn gesehen. Brüller ist hier. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Eiwind lehnt sich stumm auf seinen Stab. Heute früh, hä? Das hat er gerade schon mal gesagt. Du überlegst, was du jetzt tun willst. Jedes der Vorhaben wird vermutlich einen kompletten Tag in Anspruch nehmen. Ja, wir suchen unsere vermissten Karawanenleute. Du verbringst den Tag damit, mit deinen Clanmitgliedern nach Vermissten zu suchen und nach Plünderern, die euch bestohlen haben. Mir reicht jedoch gar nichts. Schließlich akzeptierst du die Verluste. Es gibt einfach zu viele Probleme, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Na super, das war ein Tag für nix. Iva, hebst du an. Können wir wirklich so weitermachen? Iva sieht aus, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Wir haben viele Kämpfe verloren, murmelt er. Der Ernst der Lage ist erdrückend. Da hörst du in der Ferne ein Hirn. Wüter haben keine Hörner, geht dir auf. Eiwind erscheint an deiner Seite, gerade als eine lange Karawane in Sicht kommt. Die Wüter wenden sich zum Angriff. Wer ist das, willst du wissen? Das kann nicht sein, sagt Eiwind. Dann rennt er zum Tor und ruft, seht ihr das Banner? Das ist Hakon. Du fragst dich, wie sie hierher gekommen sind. Das Tor wird aufgeschoben und du heißt auf die Felder, um eine Fresche in die Wüter zu schlagen. Ja, da bin ich gut. Breschen schlagen ist genau mein Ding. Aber diese Bresche wird warten müssen und die schlagen wir beim nächsten Mal. Denn die Zeit ist rum. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir einen netten Kommentar. Ich freue mich, dass ein paar Leute zugucken. Und bis bald. Ciao, ciao. Der Ära.